Adrian Brunner, der Stürmer, hilft hinten aus. Dann Rüttemann, 3 gegen 2. Plus und Neuenschwander, 1:0 für den SCB. Blitzstart. Keine 3 Minuten sind in Bern gespielt und Karin Neuenschwander bringt seine Farben in Führung. Nach dem Tor in der 3. Minute von Karin Neuenschwander. Und Tor. Ausgleich für die SCL Tigers. Olivier Gigon erstmals in dieser Saison bezwungen und Jörg Reber hat sein erstes Saisontor geschossen. Curtis McLean legt zurück zu Pelletier. Wieder McLean. Und die Scheibe ist im Tor. Führung für die SL Tigers. 2:1. Ist der erste Block. Pascal Pelletier gibt die Scheibe vors Tor und dann im Nachgestocher geht die Scheibe ins Tor. McLean und Ritz ist dann noch entscheidend an der Scheibe dran. Rüttemann. Dann der Gegenstoß. Die Berner machen ein gutes Backchecking, aber die Scheibe ist im Tor. 3:1 für die SCL Tigers. Tobias Bucher, der Torschütze. Rüttemann. Dann Ryan Gardner. Ja, ein schlechter Pass zu Tavares. Und die Scheibe ist im Tor. Zweites Tor für den SCB in doppelter Überzahl. Rüttemann hat den Langnauer schön umspielt. Und dann kommt die Scheibe zu Berger und Ausgleich 3:3. Jaroslav Hübel zum 3. Mal geschlagen und die Motzen haben sich wieder zurückgekämpft. Pascal Berger, ein Sorgenkind, trifft. Es ist sein 2. Saisontreffer. Aus der Luft kommt Richie nicht an diese Scheibe heran. Oder kann sie zumindest nicht übernehmen. Und dann sind auf 65 Minuten gespielt. Wir gehen ins Penaltyschießen. Daniel Rubin kann schon die Entscheidung herbeiführen. 3. Treffer oder nicht. Kein Tor, sagen die Schiedsrichter. Rubin also lässt die Langnauer hoffen. Der Langnauer Topscorer nimmt bereits Anlauf, Joel Cenazzi. Er scheitert. Und damit ist die Partie entschieden. Der SCB bezwingt die SCL Tigers im Penaltyschießen. Die Langnauer, die zwischenzeitlich 3:1 vorne lagen, aber die Motzen haben sich zurückgekämpft. Und damit geht die Siegesserie des SCB weiter. Es ist der 4. Sieg in Serie für den SCB.